So, Sky, konntest du gerade Gedanken lesen? Ja. Genau wie ich dachte. Was? Du konntest auch in meinen Gedanken lesen, Sky? Ich dachte mir schon, dass ihr meine Fähigkeit übernehmen könntet, wenn wir unsere Psynergy vereinen würden. Hey, das ist nicht fair. Warum wird hier nur in meinen Gedanken gelesen? Du hast recht, es ist nicht fair, nur deine Gedanken zu lesen. Ivan und Gareth fassen sich an den Händen. Wow, ich hab's getan. Ich könnte deine Gedanken lesen, Sky. Und was haben wir gedacht? Sonst mit Hilfe dieser Fähigkeit die Diebe finden. Eine Sekunde, werden das die Leute nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Oh, ich verstehe. Ihr zwei könnt sehen, wenn ich meine Psynergy einsetze. Sky, du und Gareth, ihr seid beide Adepten. Vielleicht ist der Grund, warum ihr merkt, ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Ja, haben wir ja schon in unserem Dorf erfahren. Wenn man Adept ist, kann man es sehen, wenn andere Adepten Psynergy einsetzen. Andere Menschen können es nicht. Also, alle Nicht-Adepten können es nicht. Alle anderen Leute werden gar nichts merken. Wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Keine Sorge, ich werde nicht wieder in euren Gedanken lesen. Ivan gehört nun zum Team. Lasst mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen, um den Stab zu finden. Cool. Kann ich jetzt endlich meine Kiste untersuchen? Und den Topf? Und das Fass? Das fasse ich ja gar nicht. Schlägt dem Fass den Boden aus. Das. Achso, Fass. Oh, ihr wollt Ivan helfen? Ja. Vielen Dank. Okay. Ist er hier noch da? Er hier ist noch da. So, Synergy. Wie können wir. Also mit A können wir das Fenster aufrufen, aber mit A sprechen wir ihn auch an. Select. Select funktioniert. Geistleser werden wir noch öfter machen. Wir setzen es einfach mal jetzt auf L. Dann kommt der Fänger erstmal weg. Wirbelwind. Angriff mit wirbelndem Tornado. So, hat geklappt. Ist auf L. Sieht so aus, als hätten sie Verdacht geschöpft. Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. In das Innen wollen wir herein. Wir speichern mal über. Haben wir schon ein bisschen länger nicht. So, hier haben wir schon alles untersucht. Oh, er läuft automatisch. Was wollt ihr? Sieht so aus, als hätten sie diesen gruseligen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Haltet ihn bloß von mir fern. Die sind ja schnell abgezischt. Okay, die sind auch flott. So, wir gehen mal hier unten hin. Sie verhalten sich verdächtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Genau. Ich habe keine Möglichkeit, sie zu fangen. Vielleicht können wir drei sie umzingeln. Das können wir. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Jo, wir übernehmen natürlich die Führung. Hey, da sind sie wieder. Oh oh, sie wollen uns umzingeln. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Oh, Ivan, was machst du denn da? Wie soll ich denn so die Führung übernehmen, wenn du da nur Quatsch machst? Och, Ivan, ist das dein Ernst? So, jetzt hat's geklappt. Oh nein, ich bin umzingelt. Es gibt keinen drin. Jetzt, Ivan. Also gut. Was ist denn das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Bist du fertig, Ivan? Jo.
Was hast du erfahren? Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderes Zeug gestohlen. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesem Gasthof verstecken. Verzeihung. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen nochmal zu nahe komme. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als den Gasthof zu durchsuchen. Richtig. Überlass das nur uns. Genau, wir haben noch nie versagt. Außer im Adelfberg. Er vertraut. Ein Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ivan. Der Schreckliche. Oh ja, jetzt kommen wir da hoch. Das ist stark. Einmal kurz nachschauen. Okay, er sollte jetzt eigentlich das Dach reparieren, aber ich kann ihn nirgends finden. Vermutlich treibt er sich irgendwo herum und faulenzt nur wieder. Wir könnten uns vielleicht nochmal heilen. Ich nehme an, wir müssen gleich die Diebe aufs Korn nehmen. Lieber auch nochmal speichern. Sicher, sicher. So, gehen wir mal nach hoch. Okay. Da geht's weiter. Ach so, wir können uns bewegen. Ich war beschäftigt, damit ihn nachzumachen. Wir haben ihn von seinen Fesseln befreit. Ihn? Das ist doch ein Mädchen. Ich kam auf diesen Dachboden, während ich das Dach repariert habe. Aber ich konnte nicht bis ganz nach hinten gelangen. Fette Schätze, alles unsere Schätze. Deshalb habe ich einen Blick riskiert, als plötzlich Wumms. Ach so, so ein Steinblock ist dir auf den Kopf gekracht, oder? So ein Wumms von Mario, oder? Jemand hat mir von hinten eins übergezogen. Ach so, ja, ein Wumms, ne? Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt am Boden. Fette Schätze. Wir sind rein. Eigenartig, ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier herumstanden. Vielleicht hat er das Diebesgut. Vielleicht ist er das Diebesgut in diesen Kisten. Sieht so aus, als wäre unser Versteck aufgeflogen. Junge, Junge. Ach, die beiden krank aussehenden Typen sind auch dabei. Dafür, dass du nur einer von Hamlets Laufburschen bist, bist du ganz schön hartnäckig, Jungchen. Ist er Pirat oder was? Hey, Jungchen. Ah. Warum arbeitest du so hart für Hamlet? Was hast du schon davon? Aber Hamlet ist ohnehin schon von einem viel übleren Haufen, als wir es sind, gefangen worden. Was? Ich habe gehört, dass Hamlet nach der Eruption nach Lunpa geflohen ist. Hm? Sagtest du ihm Lunpa? Jemand, der so reich ist wie Meister Hamlet, sollte sich nicht mal in die Nähe von Lunpa wagen. Was für ein Ort ist Lunpa? Die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem edlen Dieb Lunpa, benannt. Diese Familie von Dieben bleibt sogar noch ehrenhaft, blieb sogar noch ehrenhaft, als sein Sohn Donpa zu ihrem Anführer wurde. Aber Donpas Sohn Dodonpa ist alles andere als ein edler Dieb. Okay, die dritte Generation hat's also zerrissen. Dieser Mann verfügt über keinerlei Moral. Man sagt, er ist wahrhaft böse. Okay. Ihr seht, so übel sind wir gar nicht. Wie ist es? Lasst ihr uns gehen? Nein. Was? Du meinst, selbst wenn wir alles wieder zurückgeben und uns entschuldigen, bleiben unsere Taten immer noch ein Verbrechen? Ja, irgendwie ja schon, ne? Soll aber ein Sitz sein. Wir haben all das Zeug ehrlich gestohlen. Und wir plündern es am Ende. Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass ihr für immer ruhig bleibt. Jo, machen wir das. Es gibt nur eine Art, dies zu gewährleisten. Schnappt sie euch. Runter mit dem Kopf. Bandit erscheint. Dieb 1 erscheint. Dieb 2 erscheint. Okay. Wir haben Erdbeben gelernt. Kostet 7 pp. Das ist eine Menge. Wenn man bedenkt, dass wir gerade nur 20 haben.
schätze, wir schalten als erstes mal den Anführer aus. Garrett kann Feuer machen. Onkel Ivan. Ah, genau, jetzt weiß ich. Es gibt eine Magic-Karte, die heißt Onkel Istvan. Angriff mit Magnetsturm. Der Blitzstrahl hat 6 pp. Wirbelwind. Angriff mit Wirbel nimmt Tornado. Ja, dann wird wahrscheinlich der Blitzstrahl ein bisschen mehr Schaden machen. Volle Lunte. Ivan ist schnell. Schneller als wir. 35 Schaden, 41 und er ist stark. Das ist nicht schlecht. Die Zahlen können sich sehen lassen von Onkel Ivan. Mit 45 Schaden, Kiesel ist nett. Das wirkt nicht auf Ivan. Garrett bewirkt Feuer. Let it burn, burn, burn. 31, 41, 35, nett. Dieb 1 funkelt böse. Ja gut. Hat er Bling Bling oder wie funkelt er böse? So. Anus auf die gemeinen Kerle. Einmal Feuer und nochmal Blitzstrahl. Das sind ordentliche Schadenszahlen, finde ich. Das ist keiner tot. Einer ist tot. Zwei sind tot. Unsere Erdkraft steigt um 10. Weil wir den Djinn beschworen haben, sind unsere Synergy-Angriffe im Bereich Erde jetzt stärker geworden. Aber das Beben ist auch nicht sonderlich stark. Kiesel braucht noch ein bisschen. Wir machen einen Angriff. Das Feuer ist gut. Auch Single-Target. Ja, ich glaube, Ivan, der hat jetzt fast immer noch so viel PP wie KP, weil er nicht eine KP verloren hat. Der wird wohl nur Synergy machen. Ich glaube, der wird nichts im Auto-Hit können. Ja, der Kampf war doch in Ordnung. Wir sind ein Level aufgestiegen, kriegen Werte dazu. Garrett ist auch aufgestiegen, kriegt Werte dazu. Ivan nicht. Du findest Gaunerschwert. Oh yeah. Ich weiß nicht, habt ihr meinen Kater gehört? Er macht wieder. Na, Dödel? Bist du dumm? Ja, dumm bist du, ne? Und der Schwachkopf kommt her. Sie haben uns. Kleiner Häuskopf. Hm. Ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären hinüber. Kleiner, du freust dich aber. Boah, wir haben gewonnen. Ich hole den Bürgermeister. Nach all dem, was wir durchgemacht haben, um das Zeug zu stehlen. Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, von anderen zu stehlen? Das machen wir doch auch andauernd. Dann alle Kisten aus und so. Hab's euch doch gesagt. Wir hätten diese Stadt auslassen sollen. Was ist? Pöbel hier nicht rum. Hm? Kleiner Schwachkopf. Das Böse macht sich niemals bezahlt, ja. Das könnte aus irgendeinem Anime oder sowas kommen. Ne? Wenn ihr mir meist Hamlet-Stab gebt, mache ich mich nach Lumpa auf. Okay. Was habt ihr beide vor, Sky? Ich denke, wir sollten wieder auf die Suche nach Felix und den anderen gehen. Wir wollten eigentlich noch nach hinten in die Höhle, die wir vergessen haben. Liest er schon wieder unsere Gedanken? Komm mal klar. Er liest meine Gedanken. Indem er sagt, was ich gerade gesagt habe. Sollten wir ihn nicht davon abhalten? Ja, komm, lass ihn machen, was soll's. Er steht drauf. Du das sagst. Ich verstehe, so war das also. Was war so? Das hier sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Der Bürgermeister. Die Diebe wirken. Was ihr getan habt, war einfach schrecklich. Eine Katastrophe auszunutzen, um die Leute zu bestehlen. Hey, ihr habt Tür und Tor offen gelassen. Ihr habt ja förmlich darum gebettelt. Au. Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Einfach mal ins Gesicht getreten, oder? Was sollen wir mit ihnen tun? Ich habe schon die Gefängniszellen gesehen. Wir werden sie für lange Zeit hinter Schloss und Riegel stecken. Ja, wahrscheinlich da, wo wir schon waren. Da gab's nichts. Auch nichts zu holen. Ey, wach auf. Oh, steh auf, steh auf. Hey, kannst du mir helfen, sie zu fesseln? Ja. Da stehen sie geschnürt wie so ein Päckchen.
Ey du, Sky war doch dein Name, oder? Das werde ich dir nicht vergessen. Ja, mach halt. So. Bringt sie endlich weg da. Das Gesindel nicht mehr sehen. Danke, dass ihr Danke, dass ihr die Diebe gefangen habt. Unser Dank ist euch gewiss. Gibt's keine Belohnung, oder was? Ihr wart wirklich eine große Hilfe. Ja, dann... Lasst uns mal sehen, was sie gestohlen haben. Nein, Mann, das sind unsere Schätze. Es gibt uns keine Belohnung und dann klaut ihr uns auch noch die Schätze. Alter. Wieso hat der Vogel... Das Wertvolle des Urne des Bürgermeisters wurde gefunden. Wieso hat dieser Idiot den Bürgermeister geholt? Das sind unsere Schätze. Bürgermeister, ist das nicht die Urne, die ihrer Familie gehört? Ja, toll. Die wir bestimmt als Artefakt verkaufen können oder so. Die wertvolle Urne ist wieder aufgetaucht. Ja, toll. Bestimmt massig Kohle gegeben. Eine goldene Statue wurde gefunden. Hey, das gehört doch... Wir haben sogar das Heiligtum geplündert. Was sind das denn für Ungeheuer? Die Schätze dieser Stadt sind endlich wieder da. Ja. Herr Bürgermeister, wir haben hier noch eine Kiste gefunden. Das heißt wir. Ivan, vielleicht ist das der Gegenstand, den du gesucht hast. Ja, toll. Und keine Belohnung für uns. Kannst du zu Meister Hamlet zurückkehren. Ja, okay, cool. So ist es. Ich habe gehört, dass Meister Hamlet gesehen wurde, als er in Richtung Lunpa unterwegs war. Oh nein! Der Lunpa würde sich eine solche Gelegenheit niemals entgehen lassen. Ist richtig. Ich bin mir sicher, dass dein Meister entführt wurde. Mit Karren, oder was? Wie kann ich Meister Hamlet retten? Niemand kann eintreten, wenn die Tore erst erschlossen sind. Was wird nun mit Meister Hamlet geschehen? Beruhige dich, Ivan. Meister Hamlet ist sicherlich am Leben und wohlbehalten. Dodonpa weiß, dass er Hamlet dazu benutzen kann, ein immenses Lösegeld von Carlyle zu fordern. Wir können nicht viel tun, bevor Dodonpa seinen ersten Zug macht, aber wenigstens wissen wir, dass Hamlet vorerst nichts zustoßen wird. Dein Name ist doch Sky, oder? Ja, ich habe so einen YouTube-Kanal. Schau mal vorbei. Und du bist? Ich bin Garrett. Seid euch beide meiner tiefsten Dankbarkeit versichert. Ja, wie wär's mal mit einer Belohnung, Alter? Nun, dann lasst uns gehen. Ja, gehen, um uns zu belohnen, oder? Glaubt ihr, wir campen hier einfach so? Kommt mich noch besuchen, bevor ihr die Stadt verlasst. Ich habe etwas für euch. Na endlich, das wurde aber auch Zeit, dass du da irgendwie was rausrücken willst. Meine Güte. Schön unhöflich hier. Was für ein Chaos. Endlich haben wir den Stab zurück und dann dies. Ich wünschte, ich könnte dich aufheitern. Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich möchte doch nur Meister Hamlet retten. Das ist alles... Aber ich kann euch beide unmöglich bitten, mir zu helfen. Ja, komm, machen wir doch sowieso. Ihr seid auf einer sehr wichtigen Mission. Wüsste es, ich habe es in euren Gedanken gelesen. Darfst du doch gar nicht wissen, Junge. Das sind wahre Geheimnisse. Ich hätte ja keine Ahnung, dass der Vulkanausbruch mit einem solchen Geheimnis in Verbindung stehen würde. Wäre cooler, wenn da stehen würde, stünde, mit einem solchen Geheimnis in Verbindung stünde. Ja, wir müssen Felix und seine Bande finden, sonst sieht es für uns alle ziemlich schlecht aus. Dann scheint das hier wohl ein Abschied zu sein. Nein, ich lass dich nicht gehen, du gehörst mir. Sky sagte, er würde dir helfen. Ja gut, haben wir natürlich gesagt, ja. Er hat es vielleicht ein bisschen anders verstanden, aber... Nein, ihr habt schon so viel für mich getan. Ich kann euch nicht noch weiter bedrängen. Komm jetzt... Tu mal nicht so. Du willst es doch auch. Ivan erhält den Schamanenstab. Niemals werde ich die Gastfreundschaft dieser Stadt vergessen. Ich wünsche euch nur das Beste. Ja, was haben wir mit der Gastfreundschaft zu tun?
Wir waren nett zu ihm, aber die Stadt doch nicht. Ich glaube, wir sollten uns besser auf den Weg machen. Alle Kisten geplündert, ey, das kann nicht angehen. Jetzt finden wir hier noch irgendwas in den Fässern und anderen Kisten, die wahrscheinlich leer sind. Ja, Truhe ist leer, ich weiß, ich sehe es. Wenn ich die Truhe öffnen, nicht die Truhe öffnen sollst. Ach, Typ, Mann. Du machst mich wahnsinnig. Nimm doch diese scheiß Kiste da. Er will nicht. Okay, einmal noch. Nein. Er ist zu dumm. Dann wird da wohl auch nichts drin sein. Die würden doch nichts verstecken, was sich so scheiße anklicken lässt, oder? So. Ivan ist wieder abgehauen, oder? Der ist wieder abgehauen. Kiesel ist bereit. Gareth hat noch genug HP. Ja, wir könnten jetzt abhauen, aber nein, wir wollen natürlich eine Belohnung und ganz wichtig, wir lachen natürlich auch noch die drei aus. Haha. Wären wir nur in die Höhle nordöstlich des Goma-Gebirges geflohen. Ja, er sagt nochmal das gleiche, okay. Ach, halt die Fresse. Oh, das ist cool. Diesmal haben sie uns gekriegt, aber nächstes Mal, oh, dafür werden sie bezahlen. Ja, cool. Verdammt, ich wusste, wir hätten nicht in diese Stadt kommen sollen. Ach, die Fresse. Er ist cool. Sieht doch nicht so krank aus wie die anderen. So, den Bürgermeister sollen wir noch besuchen. Das machen wir aber nächstes Mal. Wir speichern hier jetzt. Und dann war es das auch erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.